Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes. Hier geht es rund, hier fliegt die Kuh, hier... Moment, was? Ach ja, da sind wir wieder. Beim guten, alten, ewig gleichen Clicker Heroes. Es passiert bedauerlicherweise im Moment echt so gar nicht wahnsinnig viel. Ich habe... mein Max-Level ein bisschen erhöht mit tagelangem Idlen. Also der Run gerade ist noch nicht tagelang am Idlen, der ist jetzt gerade mal 14 Stunden ungefähr alt, 13, 14. Ich bin bei Tag 56, wie ihr sehen könnt, mein Highest Zone ist auf 1769 angestiegen. Das hat aber wirklich, ich glaube, 2,5 Tage gedauert oder so, ein Run, und war es total nicht wert. Hier hat sich auch nicht wirklich was getan. Sind wir eigentlich schon mal... Na, die 250 Ascensions, das dauert auch noch ein bisschen. Also da ist noch viel zu tun. Ja, hier hat sich ein bisschen was getan. Agave inzwischen auf gut 850. Ich habe sinnloserweise Kronos 3 Level dazu gekauft oder 4, das wollte ich gar nicht, da habe ich mich verklickt. Iris ist inzwischen auf 184. Libertas, Momon und Mimsi so in den oberen 600ern. Morgulis ist, Morgulis halt. Sialatas ist so auf knapp 850 und Solomon ist auf 606. Ja, das ist so der kleine Zwischenstand. Und ich werde jetzt, glaube ich, gleich nochmal ascenden. Mal gucken, ob ich mir hier noch 25 Level leisten kann. Ah, kann ich total. Ja, dann können wir Level 1600 auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Das gibt ja sicher nochmal Hero Souls. Ja, und ansonsten idle ich hier halt so vor mich hin und mache so im Schnitt 1,5 Ascensions am Tag im Moment. Mehr schaffe ich zeitlich einfach nicht. Deswegen geht es auch nicht so wahnsinnig schnell vorwärts. Ich weiß gerade gar nicht, wo mein letzter Stand war, letzte Folge, da hätte ich vielleicht vorher nochmal reingucken sollen. Meine Guilds sehen auf jeden Fall so aus, Terra hat 10, Dalo hat 181. Also da ist jetzt letztendlich alles auf Dalo rübergewandert, ich weiß gar nicht, ob das letzte Folge auch schon so war. Ich meine fast ja, aber... ich weiß es doch nicht. Nee, ich habe echt gerade gar keinen Plan. Muss ich mal gucken. Ich freue mich übrigens sehr, wie ihr meinen schlechten Wrap-Up gefeiert habt. Ich dachte mir echt so, also den Abend, als ich das aufgenommen habe, fand ich es selber extrem großartig, weil es so trashig war. Und einen Tag später dachte ich mir, oh Gott, das kannst du niemals hochladen. Die nehmen dir den Laden auseinander, das ist total der Bullshit. Und dann dachte ich mir, ach scheiß drauf, mach einfach und guck, was passiert und... Ich finde es schön, dass es dann doch halbwegs angekommen ist. Ja, wo wir ja schon den musikalischen Punkt angesprochen haben. Ich habe gedacht, wo wir hier eh schon irgendwie ständig das Gleiche machen, kann ich auch noch mal was wiederholen, was wir schon mal hatten. Nämlich, wenn ich mich recht erinnere, in Folge 6, glaube ich. Und das war ganz fantastische Musik und ich habe erneut ganz und gar fantastische Musik rausgesucht. Ich lade euch erneut ein zum Singen und Klatschen mit den Green Orbs. Ich mache auch mal ein bisschen lauter. Der Titel ist noch relativ harmlos. Also wird schlimmer, verspreche ich euch. Ich freue mich jetzt schon. Ah, Hilfe, das macht mich fertig. Aber es freut mich. Finde ich gut. Wertet meinen Tag gerade so ein bisschen auf. Ach ja. So, spare ich da jetzt noch? Ne, wir gucken uns das. Okay, das bringt nichts. Dann ascenden wir.
Der Refrain ist das Beste. Mit Abstand. So, das ist übrigens gerade so mein Standarddurchlauf bei einer Ascension. Als erstes eben den Fisch auslösen, dann direkt 1000 Level Master Samurai kaufen, dann von allem anderen 100 kaufen, beziehungsweise von Amenhotep gleich 150, beziehungsweise 200, damit wir die Ascension freischalten und dann weiter Master Samurai hochziehen. Und weiter geht's mit Bubble Bath. Oh mein Gott, einen kleinen Augenblick. Ich lasse das hier mal kurz weiter einhellen. Ich muss eben was holen. Das ist in einem anderen Raum. Ich bin gleich wieder da. Moment. Ich mache euch so lange andere Musik an. Moment. Wieder und jetzt rüber aufs Bubble Bath. Ich war am vergangenen Wochenende bei einer Hochzeit und davon habe ich gerade noch was. Moment. Fantastisch, fantastisch. Sau ich mir den ganzen Schreibtisch und Monitor damit ein. Aber egal, das war es total wert. Als wenn ich es geplant gehabt hätte. Ja, großartig. So, ruhig ein bisschen lauter den Spaß. Das macht so einen Spaß. Ich mach das nochmal ein bisschen weiter. Hilfe. Es greift mich an. So reicht. Ah, sonst muss ich echt gleich wischen. Da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Ein fantastisches Lied. Ich glaube, das könnte ich auch noch für andere Sachen im Hintergrund nehmen. Für irgendeinen Shooter zum Beispiel. Schön Far Cry zu der Musik. Auch ein Traum. An der Stelle nochmal Props an die Green Orbs. Die machen wirklich einen super Job. Kann man nichts gegen sagen. Ich habe noch, wie ihr an der Playlist schon sehen könnt, noch weitere fantastische Lieder. Drei Stück noch. Ich muss aber gleich mal was erzählen und gebe euch da eine kleine Faschenaufpause. Mache mal halbwegs anständige Musik in der Zwischenzeit. 2 Minuten 30 sollten eigentlich reichen, um das zu erzählen. Aber vorher kosten wir dieses Lied bis zur letzten Sekunde aus. Und zwar, wie gesagt, ich war am vergangenen Wochenende auf einer Hochzeit, die sehr, sehr cool war. Also Hochzeitsfeiern sind hier immer so, die können extrem super sein, die können aber auch extrem mies sein. Und
Die, auf der ich war, die war sehr, sehr großartig. Zum einen gab es, naja, mehr oder minder Buffet, aber das Buffet sah so aus, dass man sich selber Burger zusammenstellen konnte. Also es gab halt einen Grill, wo jemand hinterstand und quasi immer das Fleisch angereicht hat und man konnte sich dann selber so mit Brötchen und zig Salat und Käse und Zwiebeln und Tomaten und Gurken und allem drum und dran halt seine Burger zusammenstellen, was ich für so ein, also für so ein Hochzeitsmenü eigentlich echt ungewöhnlich, aber echt super fand. Dazu gab es eine gigantische Portion Fritten und man konnte sich einfach unfassbar mit Burgern und Fritten vollschlagen, was ich eine sehr, sehr großartige Idee fand. Zum anderen war der Laden eigentlich sehr, sehr cool. Der war, es war so eine Mischung aus alter Jägerkneipe und hässlicher 90er-Jahre-Deko. Es war irgendwie eine sehr, sehr seltsame Mischung, aber war völlig okay. Also an sich völlig in Ordnung. Worauf die nicht eingestellt waren, war, glaube ich, dass wir, also gar nicht mal ich unbedingt, aber dass sehr viele Leute einfach sehr, sehr viel getrunken haben. Wir haben es wirklich geschafft, dem Laden den kompletten Schnapsvorrat wegzutrinken. So um 2:45 morgens gab es echt nur noch Bier und Wein. Schnaps war komplett alle. Das war ein bisschen hart. Also ich glaube, die waren jetzt echt auch nicht, also die hatten jetzt auch nicht irgendwie tonnenweise Schnaps da, aber es war schon okay, kann man mal machen. Dementsprechend ging es mir am nächsten Tag auch nicht sonderlich toll. Und jetzt komme ich auf den eigentlichen Punkt. Hier muss ich vielleicht doch nochmal ein anderes, zweites Lied zur Vorsorge hinten reinpacken. Jetzt komme ich auf den eigentlichen Punkt und zwar haben die irgendwann so um 3:30, glaube ich, haben die dann gesagt so, war ja nett mit euch, aber wir möchten auch irgendwann mal Feierabend machen. Geht doch mal bitte nach Hause. Was ich auch völlig verstehen kann, also bei den ganzen anderen Läden, wo ich das so kenne, also wenn man wirklich Räumlichkeiten für eine Hochzeitsfeier anmietet, ist da und sich nicht komplett selber um Bedienung und Bar und so kümmern möchte, sondern da wirklich Leute für hat, die man dafür bezahlt, ist dann schon, ja, also eher zeitig Schluss. Von daher war 3:30 völlig okay, auch wenn wir bestimmt noch 2 Stunden gemacht hätten. Aber auf jeden Fall lag ich dann so um 4 im Bett, glaube ich, und um 9 klingelte mein Wecker wieder. Woraufhin ich dann sehr, sehr zerstört in meinem Hotelzimmer aufwachte, ungefähr 20 Jahre älter aussah, mich ungefähr 30 Jahre älter gefühlt habe. Bin dann mal duschen gegangen, bin dann zum Bahnhof geeiert und habe mich dann erstmal quer durch den Bahnhof gefressen fürs Frühstück, das war ziemlich fantastisch. Bin dann irgendwann in meinen Zug gestiegen und da saß ich erstmal so die erste Dreiviertelstunde alleine. Das war ganz okay. Und nun war das ein ICE mit reservierten Plätzen. Und ab, ich weiß gar nicht mehr, ab welcher Haltestelle, aber irgendwo stieg dann so in diesen Vierersitz, wo ich mit drin saß, stiegen dann halt 3 Leute mit zu, sprich eine Familie und Eltern mit einem, ja, wie alt mag das Kind gewesen sein? Keine Ahnung. So 13 oder so und also vielleicht so 12, 13, keine Ahnung. So, ich habe gedacht, oh Gott, das nervt mich jetzt bestimmt die ganze Zeit ab. Ich will hier eigentlich nur meine Ruhe und das macht bestimmt die ganze Zeit Alarm. Aber weit gefehlt. Das Kind war super entspannt, hat sich eigentlich entspannt neben mich gepflanzt und entweder geschlafen oder mit dem Handy rumgezockt und dabei halt entsprechend auch Ohrstöpsel drin gehabt. Also ich habe nichts davon mitgekriegt. Kind super entspannt. Die Eltern waren eigentlich auch ganz entspannt, bis sie irgendwann eine Tupperschale auspackten. Und ich möchte nochmal erwähnen, ich hatte die Nacht vorher nicht übertrieben viel, aber eben auch nicht wenig getrunken. Also mir ging es nicht wirklich prickelnd. Und die packten also eine Tupperschale aus und begannen aus dieser Tupperschale kalte Kartoffeln und kalten Spargel zu essen. Und allein dieser Spargelgeruch war schon so... Ich, oh Gott, gut, dass ich das nicht essen muss gerade. Und dann waren sie irgendwann nach so 10, 15 Minuten dankenswerterweise auch fertig mit Essen. Und dann kam aber die Krönung des Ganzen. Dann waren nämlich in dieser Schale noch so
Flüssigkeit, so Siff vom Spargel und von keine Ahnung was drin. Auf jeden Fall halt so ein Sud. Und der Vater nimmt diese Schale mit diesem ekligen, kalten Spargel-Kartoffel-irgendwas-Wasser, setzt an und zieht das so in eins weg. Und ich hätte den echt fast alles vollgekotzt. Ich fand das so widerlich, so abartig in dem Moment. Das brauche ich echt so schnell nicht wieder. Ganz ehrlich. Bah. Das war echt nicht schön. Das war wirklich, wirklich, wirklich nicht schön. Die restliche Fahrt ging dann aber. Bah. Aber das war sehr knapp. Ich habe echt kurz überlegt, ob ich sage, kann ich mal kurz raus, ich muss mal zur Toilette. Aber nein. Nein, alles gerade noch mal gut gegangen. Bah. Warum macht man sowas? Es ist, aber gut, das sind wahrscheinlich... Also wer sowas macht, trinkt auch Sauerkrautsaft. Hat bestimmt heilende Wirkung oder so. Okay, nachdem wir uns jetzt hinreichend widerlichen Sachen gewidmet haben, widmen wir uns fröhlichen Dingen, wie zum Beispiel Dancing on Green Grass von den Green Orbs. Ich hatte die Flöten vergessen. Blockflöten sind. Boah. Also ganz ehrlich, ich feiere so Kindermusik, wenn ich echt gute Laune habe. In so einer Situation ja echt so ein klein wenig ab, weil es halt natürlich irgendwie trashige Kindermusik ist. Aber so Blockflöten geben mir da immer den Rest. Ist alles nicht richtig, ey. Applaus für den Mann am Marimbaphon. Bevor übrigens wieder die Frage kommt, ich wurde das bei der Folge, wo es schon mal Kindermusik gab, auch gefragt, ob ich was geraucht hätte. Nein, ich bin in der Tat einfach so drauf, wenn ich wirklich gute Laune habe. Passiert nicht oft, aber so bin ich. Das war schön. Weiter geht's. Ich kann auch noch ganz viele Hero Souls ausgeben, wa? Mach ich mal. Vielleicht auch nicht. Holla die Waldfee. So, jetzt werden die ganzen Kladderadatsch hier gespeichert und in den Calculator gehauen. Ah, oh, Hilfe. Und dann geben wir mal ein paar Hero Souls aus. Hier was rein. Da. Diese Flöten. Können die da nicht ein Saxophon reinpacken oder ein Cello? Müssen das Blockflöten sein? Warum? So, hätten wir das auch abgehakt. Oh Gott. Nicht mehr lange, noch 30 Sekunden, dann ist es vorbei.
Es wäre fast ein Grund, Blockflöte zu lernen. Dann setze ich mich eine Folge lang hier hin und spiele euch einen vor. Nee. Kommt gar nicht erst auf die Idee, das wird nicht passieren. Egal, was ihr tut, das wird nicht passieren. No fucking way. Zum 10.000er Special, der Dudel sagt ja, aber keine fucking Blockflöte. Vergesst es. Vielleicht tanze ich dann ein bisschen zu dem Lied. Darauf lasse ich mich vielleicht ein, aber keine Blockflöte. Hilfe. Ich würde auch gerne mal so einen Leierkasten spielen, so eine Drehorgel. Vielleicht, wenn ich alt und reich bin, so in 30 Jahren, kaufe ich mir vielleicht so einen Leierkasten, stelle mich dann in die Fußgängerzone. Hätte dann gern so einen Leierkasten, der Raining Blood von Slayer spielt. Das wäre extrem fantastisch. Was soll ich sagen? Schön war's. Fantastisch war's. Herzerwärmend war's. Ich fand's doch. Mal gucken, wenn ich noch mehr Kindermusik finde, vielleicht in 40 Folgen nochmal. Jetzt ist aber auch erstmal gut. Eine Sache kann ich eben nochmal zeigen. Kann ich vielleicht, wenn ich mein Handy finde, Moment. Wo ich die hässliche 90er-Jahre-Deko... What? Hässliche 90er-Jahre-Deko entdeckte. Beziehungsweise erwähnte. Gucken, das kriege ich hier doch. Also... Man wird das wahrscheinlich auf der... Moment, kriege ich das... nicht wundern, Bild geht mal kurz weg. Ah, okay, so sieht man ein bisschen mehr von mir. Das spiegelt wie Hupe, das ist total bescheuert. Aber ihr könnt so halbwegs erkennen, das ist mehr so, ne, irgendwie Jägerhaus irgendwas Stil mit dem Hirsch an der Wand und so Holz und eher irgendwie eher dunkle Farben. So. Dazu stand direkt neben meinem Platz diese Deko, dieses quietschgrüne und dieses rote Huhn oder Hahn, eher gesagt. Außerdem gab es auf dem Weg zu den Toiletten diese großartigen Glitzerhasen, wo mein erster Kommentar war auch nur, die 90er haben angerufen, sie möchten Ostern zurück. Und da gab es noch irgendwie so zwei, drei Sachen, das war schlimm. Das musste man sich quasi schön trinken. Aber war okay, hat trotzdem Spaß gemacht. Es war auch irgendwie gerade diese Kombination, die den Laden so liebenswert gemacht hat. Ja, großartig. So, das wieder weg. Und dann bin ich, glaube ich, auch total durch für heute. In jeder Hinsicht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Mal schauen, was die nächsten Folgen so an Fortschritt mit sich bringen. Mal gucken, hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel ich in nächster Zeit zum Spielen komme. Also ich müsste echt mal viel Zeit hier rein investieren, um einen tatsächlichen Fortschritt zu haben. Die Sache ist, es ist jetzt 0:01 Uhr. Ich habe für heute noch keine Folge The Witcher. Was
nicht so richtig gut ist. Das heißt, das muss ich heute irgendwann machen. Ich habe, jetzt muss ich mal gucken, meine letzte GTA-Folge kommt morgen. Meine, die ich fertig habe, meine letzte Van Helsing-Folge, die ich fertig habe, kommt übermorgen. Das heißt, auch da müsste ich dringend mal was machen, weil ich diese Woche auch irgendwie wieder fast nur noch am Arbeiten bin und gar nicht so wahnsinnig viel frei habe, bedauerlicherweise. Und ja, von daher steht Clicker Heroes im Moment immer so ein klein bisschen hinten an, aber ich werde mal sehen, was sich da machen lässt. Irgendwie mal gucken. Mal schauen, was noch so passiert. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zugucken auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet mindestens ansatzweise so viel Spaß wie ich. Ansonsten ist mir eigentlich auch egal, weil ich hatte Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns so oder so in der nächsten Folge wieder, egal ob ihr Spaß hattet oder nicht. Nächste Folge keine Kindermusik, versprochen. Vielleicht mehr dramatische Musik, mal gucken. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Habt noch einen angenehmen Tag und haut rein und tschüss.